Emily, ich muss schon sagen, ich liebe es, Brookhaven zu spielen. Aber eine Sache stört mich. Brookhaven wäre doch viel cooler, wäre es voller A-Rays, voller Kühen, voller AA-Haufen und allem drum und dran. Oh nein, ein Emily Brookhaven wäre viel, viel cooler. Oh mein Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Na, wenn das so ist, dann fordere ich dich zu einem Baubattle heraus. Das heißt, ich hole jetzt meinen PC heraus und wir beide gehen einmal in Roblox Studio rein. Heute bin ich auf dieser Seite mit dem Pool und allem und Emily ist auf der anderen Seite mit dem Grocery Store. Und ich habe ja das A-Ray Brookhaven als Thema und Emily das Emily Brookhaven. Das heißt, gibt es eigentlich A-Ray Sachen in der Toolbox? Nö. Das heißt, ich muss alles selber bauen und das könnte echt richtig schwer werden. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem großen Teil an und zwar mit einer Kuh. Denn Freunde, ich habe ja eine Kuh auf meinem Kopf und deswegen, ja, müssen hier auch ganz viele Kühe erstmal hin. Und ich würde sagen, das hier oben kann so eine Kuhweide werden, wo so ganz viele Kühe einfach sind. Ich habe ja auch noch meine beiden Skins von mir. Einmal meinen normalen Skin und meinen Sommerskin. Und ich würde sagen, die beiden mache ich einmal riesengroß und die platziere ich dann auch mal hier so hin auf die Map. Das heißt riesengroß, die beiden sind viel zu klein, die müssen noch größer werden. Und das, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wollte ich nicht zu, Entschuldigung, Emily. Ich habe ein A-Ray einfach auf die Map rüber getan. Naja, dieser A-Ray kommt einmal hier rein, in diesen Berg hier und der andere A-Ray kommt einmal hier rüber, auf dieses Feld. Und oh mein Gott, das sieht bis jetzt schon richtig gut aus, obwohl ich nur zwei Sachen hinzugefügt habe. Aber ich suche mal nach Orange in der Toolbox. Denn da sehe ich schon die ersten Models. Zum Beispiel dieser Orange aus Rainbow Friends. Der passt auch mal richtig gut dazu. Der kommt in den Kindergarten, würde ich sagen. Und da ist einfach so eine kleine Orange-Armee. Und es gibt auch noch einen orangenen Cat-Morph. Der, ja, passt auch. Hier ist auch noch ein Orange-Morph und, ja, okay, warum nicht? Killer Orange. Warte mal, ich will nicht, dass hier Leute sterben. Aber ein paar Orangen können hier schon überall hin. Und Moment mal, Emily hat die Bäume hier pink gefärbt. Die müssen orange werden. So ist das schon besser. Oh mein Gott, es gibt Orangensaft. Den muss ich auch noch hinzufügen. Und es gibt auch noch Orangensaft im Glas. Okay, der kommt hier hin. Warte mal, Emily, mach grad meine orangen Bäume weg. Wie dem auch sei, das Wasser hier im Pool hat mir nicht so gepasst. Deswegen habe ich das einfach orange umgefärbt. Frag nicht, was für Saft? Einfach Orangensaft. Ja, das hier ist einfach Orangensaft geworden. Genauso wie in dem Pool hier hinten. Da ist auch Orangensaft drinnen. Und ich sehe gerade, es gibt auch Orangenbäume. Oh mein Gott, die brauchen wir unbedingt. Wir machen hier eine Orangenbaumsammlung hin. Und da kann man Orangen pflücken. Es gibt ja auch noch so orangene Blätter. Ja gut, die können wir auch noch hinzufügen. Aber Moment mal, mein Brookhaven ist noch gar nicht orange genug. Ich glaube, wir müssen alle Bäume orange machen. Oh mein Gott, ich dachte mir gerade, irgendwas fehlt. Aber wir sind ist gerade eingefallen. Es ist Poop. Das hier ist einfach das AA-Haus. Missing Poop Poster. Okay. Das können wir auch mal überall aufhängen. Warte mal, warum ist das hier pink? Ich glaube, das hat Emily auch so sehen umgefärbt. So geht das nicht. Meine müssen orange werden. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Dönerstand hin. Warte mal, Hyper Kebab. Das, ja, sieht ganz gut aus. Das kann man so lassen, würde ich sagen. Und Freunde, ihr wisst ja, dass Burger King besser als McDonald's ist. Und deswegen machen wir noch einen Burger King hin. Und dieser Burger King kommt einmal hier nach unten. Warte mal, das ist noch das alte Logo. Das können wir mal mit diesem neuen Logo hier austauschen. Okay, das sieht gut aus soweit. Vielleicht noch einen KFC hier hin. Einfach, damit wir jedes Geschäft hier haben. Oh, vielleicht noch einen Donutladen. Oh, okay, den machen wir hier auch noch hin. Ich habe noch so eine Idee, Freunde. Ich glaube mir einmal so einen AA-Haufen. Den machen wir etwas größer. Und diese Emily drehen wir ein bisschen. Und fertig ist das Meisterwerk. Freunde, das ist natürlich alles nur Spaß. Also nehmt bitte nichts ernst, was ich hier mache. Und wir können auch hier noch so ein paar NPCs machen, die alle auf meiner Seite rumlaufen. Warte mal, einen Pizzaladen hätte ich fast vergessen. Dodos Pizza. Ich glaube, das soll Domino's sein oder so. Aber ich glaube, das passt auf jeden Fall. Einmal hier vorne ans Eck. Und eigentlich bin ich damit auch schon ziemlich zufrieden mit meiner Seite. Und ich würde sogar schon sagen, dass ich fertig bin. So, Pupsis, diesmal muss ich also ein Emily Erdbeer Pinkes Brookhaven hinzaubern. Freunde, wenn ihr das letzte Baubattle von A-Ray gesehen habt, dann müsstet ihr wissen, wie schlecht ich abgeschnitten habe. Aber dieses wird hoffentlich besser. Also ich werde mir ein bisschen mehr Mühe geben, das war echt schwer. Aber wollen wir mal mit dem Spawn erstmal starten. Let's go! Das ist jetzt erstmal mein Spawn, Freunde. Ich habe jetzt nicht viel verändert, außer hier alles so pink gemacht. Und hier habe ich noch so ein kleines Café hingemacht. Richtig süß, mit richtigen Leckereien, Freunde. Oh mein Gott. Und hier ist noch so ein kleiner Spielzeugautomat. Finde ich auf jeden Fall auch sehr süß. Und Freunde, ich habe hier schon alle
naja, fast alle Bäume in Brookhaven pink gemacht. Okay, der Spawn ist fertig. Dann können wir uns endlich an den Rest machen. Vom Spawn gucken wir mal hier rüber. Ich habe einfach Brooks Diner ein bisschen pink gemacht. Freunde, das geht ja noch ein bisschen zu A-Ray. Also ich glaube, das lasse ich einfach mal so. Und hier habe ich einfach drei dicke Türme hingemacht. Aber irgendwie, ja, irgendwie gefällt mir das nicht so. Vielleicht verteile ich die auch hier so ein bisschen und da kommt was richtig Cooles hin. Okay, die Gebäude sind hier doch weg. Hier muss irgendwas anderes richtig Cooles sein. Irgendwie ein Wasserpark oder so. Ich weiß es noch nicht. Die Häuser stehen auf jeden Fall jetzt da, Freunde. Da sehen die auch so richtig, richtig süß aus. Und hier kommen jetzt auf jeden Fall ganz viele Häuser hin. Und hier habe ich schon angefangen mit diesem Haus hier. Also ich habe hier einfach ein normales Haus hingemacht. Und das Pink also so emilisiert. Okay, ich mache hier gerade alles, alles pink, wie ihr seht. Also hier wirklich alles, alles pink. Und Freunde, zeige ich euch was. Dieses Haus habe ich hier gebaut. Und Freunde, vielleicht kennt der ein oder andere das schon von euch. Aber das finde ich ziemlich süß und es passt einfach. Aber ich sehe gerade dieses Auto. Freunde, das passt ja gar nicht zu mir. Also ich habe ja wirklich nichts mit Autos zu tun. Also das können wir komplett wegmachen. Tschüssikowski, dich brauchen wir nicht. Hier habe ich jetzt was geändert, wie ihr seht. Also das Haus habe ich hier so schräg hingestellt. Und jetzt haben wir einfach einen eigenen Pool. Aber die Pinktöne sind mir hier alle zugleich. Den muss ich, glaube ich, so, ja, hier so ein bisschen was ändern. Sonst sieht das irgendwie alles ein bisschen zu langweilig aus, Freunde. Das machen wir. Jetzt seht ihr auch mal, wie viel Arbeit das ist. Ich muss hier jeden Ring einzeln auswählen. Alles einzeln auswählen. Und dann kann ich das hier so alles färben. Bestimmt geht das auch alles viel, viel einfacher. Aber Leute, ich bin wirklich ein Noob. Also der A-Ray ist hier schon ein kleiner Profi, der kann mir auf jeden Fall mal einiges beibringen. Aber bis jetzt sieht das Ganze doch ziemlich süß aus hier. Ich kann natürlich nicht den ganzen Boden hier färben, weil, wie ihr seht, der geht auch noch auf A-Rays Seite rüber. Und ich glaube, der freut sich nicht so sehr über pinken Boden. Oh mein Gott, Freunde, ihr seht's. Der Ehren-A-Ray, weil ich mich gar nicht damit auskenne, hat mir gerade eine Emily-Statue gegeben. Die sieht so krass aus. Und irgendwie, Freunde, wir nehmen uns die mal. Ich habe richtig Lust, die zu diesen ganzen Hochhäusern zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht können wir sogar die ein bisschen verstellen und dann können wir so das Hochhaus festhalten oder so. Freunde, wir gucken mal, was ich hier alles schaffe. Oh ja, Freunde, seht ihr, ich kann den Arm hier so einzeln auswählen. Jetzt muss ich hier, nur noch so. Nein! Nein! Okay, so krass bin ich nicht. Ich dachte, das geht so einfach. Egal. Soll ich mich jetzt hier einfach so stehen lassen, Pupsis? Sieht das gut aus? Ich glaube, ich drehe mich wenigstens mal so oder so. Ja, mache ich mich ein bisschen größer, Freunde? Ja, ich glaube, ich will mich nochmal da hinten hin haben. Hier hinten stehe ich, damit ich auch gute Sicht auf die beiden riesigen A-Rays habe. Aber Freunde, soll ich mich komplett pink machen? Oh Gott, warum ist jetzt nur meine Arme pink? Nee, 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 das sieht nicht gut aus. Okay, Freunde, dann lassen wir es so. Aber ich könnte mir theoretisch noch so eine Krone aufsetzen. Oha, seht ihr die Krone überhaupt? Okay, das müssen wir ein bisschen ändern. Ja, tolle Wurst. Ey, manchmal ist das hier so schwierig, wirklich. Und ich als Noob, aber das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir die ein bisschen verstellen, Freunde. Und wie wär's, wenn wir die jetzt pink machen? Nein, sag mir nicht. Das müsste eigentlich gehen, oder nicht? Ja, tolle Wurst. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Aber ganz ehrlich, ich scroll ein bisschen raus. Sieht auf jeden Fall süß aus. Okay, ich habe fast keine Zeit mehr. Deswegen mache ich die Gebäude, die jetzt schon hier stehen, einfach nur noch pink. Und ja, damit sieht das auf jeden Fall dann schon viel, viel besser aus. So, jetzt habe ich hier einiges mehr pink, Freunde. Ihr seht es von hinten. Die Berge sind jetzt auch pink. Dieser Boden ist pink. Das Krankenhaus ist pink. Die Feuerwehr und das Rathaus sind pink. Pink, also so ein bisschen emilisiert. Ich muss sagen, das Wort gefällt mir. So, jetzt muss ich hier wirklich noch kleine Details machen, damit es ein bisschen cooler aussieht. Okidoki, Artischoki, seht ihr schon die Veränderung, Pupsis? Wir sehen hier ein wunderschönes Baumhaus in Pink. Also richtig cute. Man könnte hier natürlich noch ein paar Sachen reinbauen, aber das zieht sehr viel Zeit. So, dann haben wir hier ganz wichtig ein McDonald's in Pink für Emily. Und die nehmen ein KFC in Pink für Emily. Also richtig schön.
Freunde, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel Pink gesehen. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Wir könnten sogar diesen Baum noch... Nee, doch nicht. Ja, manchmal will es nicht so ganz. Egal, mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und euch so? Oh mein Gott, bevor ich das vergesse, brauchen wir ein Auto. Oh, am besten in Englisch, Freunde. So, und da nehmen wir eigentlich diese Noob-Autos reichen, weil die anderen Autos funktionieren einfach manchmal nicht. Freunde, so, und davon machen wir jetzt mal ziemlich viele hin. So, also die Autos, so, Freunde, seht ihr, habe ich jetzt hier alle stehen und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Was ich halt gerne noch machen würde, wäre diese ganze Fläche pink. Denn, ja, aber es geht nicht, Pupsis, weil ihr seht, das geht rüber zu... Ah, ah, aber vielleicht kann ich hier noch so ein bisschen pink machen. So, ich habe es geschafft. Es ist alles pink, Freunde. Wir haben es mitbekommen. Freunde, seht ihr das da hinten? Da ist ein Kackhaufen und da bin ich drin. Wisst ihr, ihr wisst, was jetzt passiert. Wir schnappen uns den Ah, ah. So, ich habe den mal verdoppelt. Dann ziehen wir uns den ganz heimlich hier rein. Hoffentlich kriegt A-Ray das nicht mit. So, wir machen den ein bisschen kleiner. Ja, oh Gott, noch ein bisschen kleiner. Und jetzt, Freunde, brauchen wir eine riesige pinke Toilette. So, hier haben wir unser Klo, hier haben wir A-Ray. So, Freunde, aber jetzt drehen wir den einmal um. Zack, so, der soll ja uns auch noch angucken. Und ich würde sagen, dann müssen wir den nur noch ein bisschen nach unten machen. Und schon haben wir ein A-Ray, der im Klo hängt. Und wenn das nicht mal gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt aber, Freunde, ich bin fertig. Und das hier ist, glaube ich, mein Lieblingsstück in meinem Brookhaven. Und die Zeit ist abgelaufen. Und damit bin ich auch schon in Roblox mit der lieben Emily. Was geht? Was geht? Ich bin so gespannt, A-A. Ich sehe ja schon ein bisschen. Und ich sehe auch schon ein bisschen was von deiner Seite. Da stehen wir auch gerade schon droben. Und die schauen wir uns, wie ich sagen, am Ende an. Und wir fangen als erstes einmal mit meiner Seite an. Und du kannst mir auch einmal hinterherlaufen. Warte mal. Nee, das ignorieren wir mal. Okay, das merke ich mir schon mal, Emily. Ja, warte mal, hier, das hier, was ist das hier eigentlich für eine Lücke, A-Ray? Also, was soll das hier? Die ist auch gewollt, um hier Sachen runterzuschmeißen, wie diesen Orangensaft. Oha, ich sehe schon. Also, Freunde, guckt euch das an. Was soll ich dazu sagen? A-Ray ist einfach ein Profi, aber... Eine leckere Orange. Warte mal, was sehen meine Augen hier, A-Ray? Hier ist lecker Orangensaft in den Pool gefüllt. Das meine ich gar nicht. Ich meine diesen fetten Kackhaufen hier. Das ist natürlich auch eine Sache. Aber sieht auf jeden Fall süß aus, muss ich sagen. Ja, richtig süß, wie du da im Haufen steckst. Aber ist das hier eigentlich Orangenwasser? Oha. Ja, das ist es. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist wahrscheinlich auch richtig gut für die Haut, oder? Ich würde schon sagen. Und Emily, eine wichtige Sache haben wir direkt vergessen. Komm einmal mit. Und siehst du diesen Typen da vorne, der so rumspringt? Dieser Glatzkopf da. Emily, was steht da? Emily's Pups? Emma, was? Wenn du Emily heißt, dann stinkst du. Oh mein Gott, A-Ray. So frech. Oh mein Gott, Leute. Er kann Sachen sagen und er sagt ganz viele Sätze, naja, alle paar Sekunden. Und wir können auch nachher mal wieder zu ihm zurückkommen und sagt bestimmt was anderes. Okay, du hast hier echt richtig coole Sachen. Auch diese Orange. Warte mal. Hat die hat dich auch gegessen, ey. Oha. Die hat einfach einen Mund. Okay, dann komme ich mal wieder. Sagt er jetzt was anderes? Emily stinkt. Ja, ist klar. Vielleicht nach Rosen. Okay, A-Ray, dann fühl mich mal ein bisschen rum hier. Also, als erstes haben wir einmal den besten Fastfood-Laden, den es gibt. Dann KFC. Und der zweitbeste ist Burger King daneben. Warte mal. Warte mal, du meinst das nicht ernst, oder? Hier fehlt doch auf dem ersten Platz McDonald's, oder? Auf keinen Fall. Ist es dein Ernst? KFC und dann Burger King. Und dann McDonald's. Oh mein Gott, Freunde. Also, ich weiß nicht. Da könnten wir auf jeden Fall streiten. Genau wie mit dem Tomatenthema. Aber egal. Und hier sind noch ein paar Autos, wie das Among Us Auto. Oha, kann man das... Ja, kann man bestimmt fahren, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht. Sehr, sehr sus aus. Also, diesen Typen hier, der sieht auch sus aus. Oh, hä? A-Ray, das ist aber doch ein pinkes Auto. Fahr das mal rüber zu mir. Das ist hellrot und nicht pink. Was? Hellrot? Oh ja. sehr gut, A-Ray. Oh mein Gott. Das Auto muss mit Orangensaft tanken. A-Ray,
Ich hänge im Auto fest! Hilfe! Ich oh nein! Das ist gar nicht gut. Du musst nach oben schwimmen. Ich weiß nicht, wo oben ist. Hier ist alles einfach orange. Okay, ich glaube, ich muss mich zurücksetzen. Und außerdem, Emily, sind ja ganz viele Leute, die auf meiner Seite chillen. Im Gegensatz zu deiner Seite. Oh mein Gott, direkt so frech. Ja, okay, ist cool. Aber wer sind die Leute überhaupt alle? Kennst du die? Ja, natürlich. Das sind meine Kollegen. Das weißt du doch. Ja, ist klar. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Aber was sind das hier für Schilder? Missing ein AA-Haufen. Ja, der wird gesucht, Emily. Ah, weil du hier der kleine AA-Pups bist. Ganz genau. Verstehe. Okay, also bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir schon sehr, sehr gut. Auch mit den ganzen Leuten ist ziemlich belebt. Sehr, sehr cool. Oh, danke schön. Und dann ist hier einmal der Daycare, der von ganz vielen Oranges überfallen worden ist. Boah, das ist ja mega schlau. Wegen Orange und Orange und Orange. Und was sagst du mal? Orange? Orange. Ganz genau. Oh mein Gott. Und dann schau mal hier. Oh mein Gott. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Warum hast du plötzlich Headless? Also, ja, sehr, sehr komisch. Genau, das war auf jeden Fall so geplant. Oh mein Gott. Ja gut, der Katzenmorph hat ja nicht so optimal funktioniert, aber vielleicht ja der Orange-Morph. Oh, let's go! Ja, oh der mein Gott, funktioniert. Hör ich dir richtig süß aus und richtig breit, ey. Oh mein Gott, der hat zwar keine Animationen, aber ist trotzdem ziemlich cool, das muss ich schon sagen. Ja, finde ich auch. So, dann zeig mal her, was hast du hier noch so alles? Ja, als erstes seht ihr einmal hier oben rechts diesen riesigen A-Ray mit seinem T-Shirt, aber darüber reden wir nicht. Auf jeden Fall hat er eine riesige Jacke an und das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, muss ich auch sagen. Also, das ist richtig cool, dass du sowas kannst. Du hast mir dein ja so geschenkt, Freunde. Dazu kommen wir auch noch gleich. Und dann hier oben kommt der beste Teil, einmal die Kuhweide. Oh mein Gott, hey, wie cool ist das denn? Hier sind ja... warte mal, kann man die reiten? Komm schon, let's go! Ja, so halb zumindest. Ja, aber passt auf jeden Fall, weil du hast ja die kleine Kuh auf dem Kopf. Ich merke schon, dass hier dein Brookhaven spiegelt dich auf jeden Fall sehr, sehr gut wieder. Oh ja, dann ist hier noch ein kleiner Dönerladen und ein Donutshop. Aber warte mal, der Donutshop, der ist ein bisschen pink. Hat er sich etwa auf der Seite verlaufen? Ich weiß nicht, aber ich meine, Donuts sind ja generell pink. Freunde, die beste Sorte von Donuts ist auf jeden Fall pink. Also wer was anderes sagt, verstehe ich echt nicht. Also ich muss sagen, ich mag Donuts generell nicht so, aber wenn, dann nehme ich die immer mit Zucker, also so Zucker drüber. Okay, ja gut, das ist auch wichtig. Ich finde Schokolade über Donuts kompletter Quatsch. Mir schmeckt das gar nicht. Oh, was? Aber sonst magst du Schokolade? Ja, aber über Donuts nicht. Naja, sehr gut. Okay, hier ist ein kleiner Dönerland. Ey, Matsch, was machst du denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, und ich sehe hier schon leckere Tomaten, die alle auf den Döner müssen. Oh mein Gott, die habe ich vergessen zu entfernen. Schnell hier raus. Nee, die müssen da bleiben. Oha. Und dann ist hier auf jeden Fall noch eine Orangenwiese, wo ganz viele Orangen runterfallen. Wow, sehr, sehr cool. Ich rieche förmlich die ganzen Orangen. Sehr, sehr schön. Avery, was geht denn bei dir da hinten ab? Oh mein Gott. Weiß ich nicht. Habe ich die eingebaut? Ich glaube, dir geht's gar nicht gut. Ja, ist auch egal. Aber du bist genau richtig hier bei der Villa. Da kannst du mal auch hochkommen. Oh mein Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, interessanter Weg. Ja. Aber die sieht richtig schick aus. Oh mein Gott, was ist hier denn für ein Festmahl? Ja, die ist komplett eingerichtet. Hier gibt's Cheeseburger ohne Tomaten natürlich. Dann gibt's hier noch Essen, Trinken. Sehr, sehr lecker sieht das aus. Also das ist eine richtig krasse Villa, muss ich sagen. Oh ja, ich habe wirklich lange gesucht, um die perfekte A-Ray-Villa zu finden. Und ich muss sagen, das sieht schon echt krass aus. Oha, die sieht echt heftig aus und die hat den besten Blick auf den Riesen A-Ray. Sehr cute. Okay, hier, was ist das hier für ein Eingang hier? Zum Runterspringen. Aha, interessant. Ich muss auch sagen, ich finde richtig gut, dass hier überall dein Gesicht ist. Also das ist richtig, richtig cool. Ja, das ist in die Berge noch mit einverbaut. Ja, hier ist der Orangensee. Oh nein, springen. Ich schaff's nicht. Wir werden sterben. Tolle Wurst. wir sollten vielleicht einen sicheren Weg nehmen. Da hast du recht. Hier rechts lang anstelle von links lang. Okay, schaffen wir das? Sicherlich. Let's go. Okay, richtig gut. Und das ist wieder mein Gesicht. Und schau mal da hinten. Ja, genau das strebe ich auch gerade an.
Freunde, schon sehr kaka von AA. Also, dass ich in seiner Kaka hänge, ist schon krass, aber ist auch irgendwie cool, Freunde. Und schau mal hier, aus diesem Stein kommt einfach Orangensaft raus. Da kommt die Quelle her. Hä, das sieht so unglaublich lecker aus. Freunde, seid ehrlich, wollt ihr nicht auch mal darin schwimmen? Sieht echt super lecker aus, aber das hier, AA, ist sehr, sehr kaka. Ja, das sieht auch super lecker aus. Aber sag mal, diesmal hast du keine Autos hier, oder? Doch, hab ich dir am Anfang gezeigt. Echt? Wo denn? Ja, dieses Among Us Auto und Super Burger King. Stimmt. Ja, okay, das stimmt. Ey, du Noob. Okay, jetzt kommen wir zu der besseren Seite, würde ich sagen. Ich habe zwar hier keinen Orangensaft, Erdbeersaft, aber ich habe hier ein Café. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cute, finde ich. Oh ja, das stimmt auf jeden Fall. Und sogar ein Toys-Automat. Oh mein Gott, so eine Greifmaschine. Ja, kann man auf jeden Fall sich, so nichts rausnehmen. Egal, lass mal weitergehen. Okay. Ist nur zu Deko. So, wie du siehst, das Brook Diner habe ich auch ein bisschen gefärbt. Also ich habe hier generell alle Gebäude, die hier schon stehen, ein bisschen pink gefärbt. Oh mein Gott, das ist ja mega pink alles. Ja, ich habe eben gesagt, ich habe die emilisiert. So, hier habe ich auf jeden Fall Autos, die können wir uns gleich snacken, um damit rumzufahren. Aber wir schauen uns erstmal das krasse Haus an und der Pool ist auf jeden Fall nicht so cool. Aber wir denken uns das Ganze mal. Das ist ein Minuspool schon mal. Oha, okay, verstehe. Aber sonst sehr, sehr cool mit dem DJ-Pult. Da mit der kleinen Bar, hier der Flamingo. Kann man hier reingehen? Nee, da ist der Privatsphäre. Also das Privatgrundstück. Okay. Ja, aber hier kann man auf jeden Fall richtig cool Party machen. Also wenn deine Leute von drüben mal vorbeikommen können, hier geht auf jeden Fall dick was ab. Ja, meine Leute von drüben. Ich glaube, die bleiben lieber auf meiner Seite, um ehrlich zu sein. Okay, also hier ist alles pink. Das habe ich dir, glaube ich, schon gesagt. Dann wollen wir mal nach hier oben fahren. Und hier geht's richtig los. Ich würde sagen, wir haben hier erstmal ein richtig cooles Emily-Erdbeer-Baumhaus. Also ein bisschen pink, ja, so ein bisschen emilisiert. Das geht echt weit nach oben. Da war bestimmt eine gute Aussicht über das ganze Brookhaven. Ja, ganz genau. Hätte ich auf jeden Fall mehr Zeit, Freunde. Ich habe schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Hätte ich das Ganze hier eingerichtet. Aber wir sehen hier, oh mein Gott, das ist sehr, sehr schön. Ein wunderschöner Ausblick. So, aber wenn wir hier nach links gucken, siehst du das da hinten? Das finde ich auf jeden Fall viel, viel schöner. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin, AA. Müssen wir das? Ja, aber erstmal gucken wir uns hier um, denn hier ist auch noch was. So, eigentlich hätten wir nicht fahren müssen. Egal. Hier ist noch so ein kleines Traumhaus, was noch nicht eingerichtet ist. Hier kann man auf jeden Fall noch einziehen. Aber sehr, sehr cool. So als Haus finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr süß und es hat ziemlich viel Platz. Ja, ziemlich viel Platz dann ja zum Einrichten. Das hast du einfach nicht gemacht, Emily. Ja, okay, dann hätte ich hier noch 2 Stunden sitzen müssen. Ich glaube, das hätten wir alle nicht gewollt. So, hier neben haben wir auf jeden Fall einen kleinen Pool. Oh mein Gott, der ist ja mal komplett pink. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Sogar mit so Bällen-Animationen. Sehr, sehr cute. Ich muss schon sagen, das ist mir hier ein bisschen zu pink. Das bekommt Punktabzug. Was? Also wirklich, es gibt nicht zu viel pink. Und vielleicht siehst du das. Das hier alles war eine Pinkfarbe. Ich habe da schon ein bisschen eher andere Pinktöne reingebracht. Ja, ist halt schwer. Aber jetzt kommen wir zu den richtig wichtigen, leckeren Sachen. Und zwar McDonald's und KFC. Auch alles natürlich in pink. Okay, und oh mein Gott, stimmt, das ist wirklich umgefärbt, ey. Ja, hallo, herzlich willkommen. Was möchten Sie heute? Ein Cheeseburger ohne Tomaten, bitte. Also ein Cheeseburger extra mit Tomaten? Ja, ja. Also, sehr, sehr cute, gefällt mir sehr, sehr gut. Passt hier auch echt süß hin. Okay, fahren wir mal nach hier oben. Hier habe ich eine riesige Emily. Ey, was geht, du süße Maus? Oh mein Gott, die ist ja mal riesengroß. Wenn nicht sogar größer als meine Statuen. Und hier neben habe ich noch ein paar Hochhäuser, wo man... Ja, ich wollte eigentlich, dass Emily diese Hochhäuser so festhält. hat nicht so ganz geklappt. Aber so sieht's auch richtig cute aus. Das stimmt. Warte mal, da drüben ist noch eine Emily. Ja. Ey, warte mal, die hat eigentlich eine Krone an. Die Krone ist wohl runtergerutscht. Oh Mann, oh Mann.
Egal, jetzt kommen wir zum wichtigsten, mein Lieblingspart. Und zwar A-Ray in einer Toilette. Natürlich eine pinke Toilette. Okay, ich glaube, die Krone ist hier runtergerutscht, weil das Spiel die mir aufsetzen wollte, ey. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber ich find's einfach nur cool. Ich habe die Berge auch alle versucht, in so verschiedenen Pinktönen zu machen. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ziemlich gut. Mir auch. Aber warte mal, das Klo, das schwebt einfach in der Luft. Ja, das ist extra so. Da willst du komplett runtergespült werden. ja, okay, das passt dann so. Das war auf jeden Fall mein Brookhaven. Aber, Ray, weißt du, was hier fehlt bei uns beiden? So ein bisschen Spaß, so eine Hobby oder so. Das haben wir aber beide nicht. Oh, da hast du recht. Das haben wir echt komplett vergessen. Wobei, mein Orangensaftsee ist doch schon ziemlich spaßig. Ja, der ist ziemlich lecker. Aber, Freunde, ich würde sagen, wer hat die bessere Map gebaut? Schreibt das jetzt in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Emily vorbei und checkt jetzt das Video auf dem Bildschirm ab. Tschüssi!